Ja, hallo. Danke für deine Frage. Deine Frage ist insofern etwas ungewöhnlich, oder dass ich deine Frage in dieser Nettantwort so beantworte, ist insofern etwas ungewöhnlich, als dass du mich über meine eigene Erfahrung von Wahrheit befragst und ganz wenig nur über, oder so gut wie gar nichts über deine Erfahrung schilderst, ja. Und normalerweise bin ich mehr daran interessiert, wenn jemand seine Erfahrung schildert, seine eigene, dann auch darüber zu sprechen, wie es möglich ist, dass der andere, dem ich die Antwort gebe, in die eigene Erfahrung kommt. Und deine Frage ist, wie gesagt, etwas mehr wie, ich soll etwas sagen über meine Erfahrung. Aber das scheint mir in diesem Fall auch okay zu sein. Und vielleicht ist es für dich oder irgendjemand anderes hilfreich, ja, wenn ich mehr aus meiner Perspektive spreche. Und dann schreibst du in deiner Mail, ja, du gestehst mir sozusagen erstmal die Erkenntnis des absoluten Seins irgendwie zu, ja, sagst, dass du darauf vertraust, dass da die tiefe Erkenntnis auf meiner Seite vorhanden ist. Und dann stellst du verschiedene Fragen. Die Essenz ist vielleicht die Frage, ob ich in der Erkenntnis dieses absoluten Seins eine Persönlichkeit finden kann. Ja, also etwas allgemeiner ausgedrückt, ob in der Erfahrung des Absoluten überhaupt noch sowas wie eine Persönlichkeit auftauchen kann. Und dann fragst du nach, ob ich das als meine Persönlichkeit wahrnehme. Ja, als mein Ich wahrnehme. So, und ich würde gerne in zwei Art und Weisen darauf antworten. Und die sich fast zu widersprechen scheinen. Aber in jeder guten Antwort liegt ein Paradox tatsächlich für den Verstand nicht zu begreifen, aber es gibt eine Gleichzeitigkeit von zwei verschiedenen Perspektiven. So, die eine Perspektive ist tatsächlich, wenn ich wirklich schaue, wo weist der Gedanke ich und seine Abwandlung wie mein und mich, worauf weist er hin, wenn er auftaucht in meinem Geist? Und dann kann ich sagen, wenn er auftaucht, dann weist er in seiner Essenz tatsächlich auf dieses absolute Sein hin. Und dieses absolute Sein hat absolut nichts zu tun mit irgendeiner Persönlichkeit, mit irgendwelchen persönlichen Erfahrungen, mit einem Körper, mit einem Namen, mit einem Geschlecht. Mit all dem hat es absolut nichts zu tun. Es ist sozusagen vollkommen deidentifiziert davon. Aus der Perspektive, und das ist die essentielle Perspektive, könnte man sagen, ist es wie, da in dieser Richtung ist überhaupt nichts zu finden. Da gibt es keine Eigenschaften, da gibt es nichts Getrenntes, keine Formen. Absolut nichts. Und dieses Nichts ist nicht getrennt von dir. Ja? Dieser Antwortende, die Essenz des Antwortenden ist nicht getrennt von der Essenz des Fragenden. Ja? Der Ort, von dem deine Frage aufgetaucht ist, ist der Ort, von dem diese Antwort auftaucht.
Und Ort ist wiederum das falsche Wort. Also in dieser Richtung, in der essentiellen Richtung, ist nichts zu finden an Persönlichkeit oder Formen. Auf der Erscheinungsebene, das, was als Gedanken, Empfindungen, Gefühle auftaucht, könnte man sagen, dass so etwas zu finden ist wie eine Persönlichkeit und wie immer noch ein Bezug zu der Persönlichkeit. Und zu dem Körper. So, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hallo Thorsten, ja, dann weiß ich natürlich, oder ich weiß, was gemeint ist, ja. Im ersten Moment vielleicht nicht, ja. Im ersten Moment ist es wie, ja? Mit wem spricht der hier? Und trotzdem gibt es noch einen Bezug. Ja. Ich kann sagen, aha, er meint mich. Ja. Er meint mich im relativen Sinne. Er meint diesen Körper, diese Persönlichkeit. Und wenn er das meint, dann sieht er auch Körper, Geschlecht, Verhaltensweisen. Und in dem Sinne kann ich das schon, ist es natürlich zu finden, sozusagen. Es gibt immer noch einen Bezug dazu, dass ich weiß, dieser Körper hier hat den und den Namen und das und das Geschlecht. Und hat, wenn die Aktivität der Erinnerung losgeht, eine bestimmte Geschichte. Mit einer Vergangenheit, mit Erlebnissen, mit allem Möglichen. Und doch ist es wie die zweite Wahrheit, würde ich sagen. Ja? Wie eine gemachte Wahrheit. Wie ein, das ist nicht wirklich wahr. Es ist eine Geschichte, die erzählt wird. Ein Konstrukt. Eine Welt von Ideen, die eigentlich einer Substanz entbehren. Die nicht wirklich wahr sind. Und in dem Sinne ist das Empfinden eigentlich eher so wie mein Körper ist für mich selbst die dritte Person. Es ist wie, aha, der ist dort. Ich bin hier und dieses Ich bin hier ist nicht der Körper. Tatsächlich würde ich sagen, das ist die Erfahrung von jedermann, ja, oder von jeder Frau, oder besser von dem, was wir alle sind, vor jedem Geschlecht, ja, dass wir unseren Körper als ein Objekt erfahren, unsere Gefühle als ein Objekt erfahren, unsere Gedanken als Objekte sehen oder hören. Nur ist das für die meisten nicht bewusst, weil sie so identifiziert sind mit ihrem Geist, mit ihrem Körper, mit ihrer Persönlichkeit. Aber tatsächlich findest du das in manchen Berichten von manchen Menschen, denen sich diese Wahrheit offenbart hat, die ihr wahres Wesen erkannt haben. Die haben dann für kürzere oder längere Zeit tatsächlich ihren eigenen Körper in der dritten Person angesprochen. Und ich kann das nachvollziehen. Das war nie meine Gewohnheit, ja, oder nie das, was ich für mich wirklich natürlich angefühlt hat, aber es zeigt, dass tatsächlich das ein Empfinden ist, was wahr ist. Und wenn du dann in deiner Mail fragst, empfinde ich das als meine Persönlichkeit, dann würde ich sagen, nein, das ist die Persönlichkeit von Thorsten. Das ist die Persönlichkeit dieses Körpers, der hier sitzt.
Aber das alles ist schon Welt der Illusion, als wenn es tatsächlich ein festes Etwas gäbe, einen Körper. Wenn ich den Körper, wenn der Körper nicht benannt wird als solcher, dann öffnet sich diese andere Dimension, ja, oder dann wird die deutlich spürbar. Und das ist wie hier sitzt niemand oder dieser Körper ist nicht begrenzt auf die Körpergrenzen, ja. So, es wird eine Persönlichkeit gefunden, und da ist noch eine Persönlichkeit, aber die wird irgendwie als dritte Person wahrgenommen. Ja. Fast genauso, würde ich sagen, wie ich andere Menschen als dritte Person wahrnehmen kann. Korrekterweise müsste man dann manchmal sagen, statt ich denke, ja, Thorsten denkt. Ja. Ich habe eine Meinung, Thorsten hat eine Meinung. Und Meinungen können immer noch auftreten. Ja. Dieser Körper kann Meinungen haben. Und das, was ich bin, glaubt nicht daran, dass das die Realität ist. Das ist dann wie eine Meinung unter Tausenden oder Millionen von Meinungen, die andere dritte Personen haben können. Ist nicht mehr wert, nicht weniger wert. Und in der Essenz alles nur Meinungen, keine absolute Wahrheit. Und dieser Körper kann Gefühle haben. Und wenn sie benannt werden, kann ich die Gefühle manchmal benennen. Und es ist wie, diese Gefühle sind gleichwertig mit den Gefühlen von anderen Menschen. Es ist nicht bedeutender, nicht schwerwiegender als irgendein Gefühl irgendwo anders. So, das ist die eine Perspektive, von der ich gesprochen habe, wie alles ist dritte Person. Ja? Alles ist nur Erscheinung, alles ist Objekt. Alles kommt und geht und ist nicht wirklich, hat keine wirkliche Substanz. Und in dem Sinne ist es eine angenehme Freiheit von der Erscheinungswelt. Ja? Und trotzdem ist das auch nur ein Aspekt von Wahrheit. Ein anderer Aspekt ist, wie es gibt keine Trennung zwischen dem, was sieht, zwischen der Leere und dem, was gesehen wird. Man könnte sogar sagen, das, was sieht, ist alles, das ist das, was gesehen wird. Oder das, was empfindet, ist das, was empfindet. Der Unterschied zu meiner vorherigen Wahrnehmung ist allerdings in der Beziehung, dass es auch da keine Trennung mehr gibt. Ich bin mein Körper. Wenn ich auf dieser Ebene, wenn ich von dieser Ebene spreche, ja, dass das, was ich wirklich bin, auch das ist, was die Erscheinung ist, dann hört die Trennung aber auf. Es ist wie ich bin mein Körper, ich bin genauso mein Körper wie der Körper von jemand anderem. Das heißt nicht, dass ich den Körper von jemand anderem von innen heraus wahrnehmen kann. Dass diese Erscheinungswelt von innen heraus wahrgenommen wird, was manchmal tatsächlich auftauchen kann, aber nicht die durchschnittliche Erfahrung ist. Ja. Aber es ist wie, ich bin alles. Ich bin mein Körper, ich bin diese Lampe, ich bin die Kamera, ich bin das, was auf der anderen Seite der Kamera im Internet sitzt. Ne? Ich bin das alles gleichwertig, genauso wie ich mein Körper bin. Und in dem Sinne ist es nicht mal mehr, ich bin etwas Getrenntes aus
aus dieser Ganzheit, sondern dann ist es wie wow, alles. Ich rede mit mir selbst. Ich schaue mich selbst an. Und das scheinen zwei unterschiedliche Perspektiven zu sein. Einmal dritte Person und Abstand. Und dann vollkommene Umarmung, vollkommen alles sein. Das eine ist vollkommen nichts sein, das andere ist vollkommen alles sein. Ja? Beides sind nur Beschreibungen für etwas, was jenseits davon ist, was man wirklich festlegen könnte. Und die Tatsache, dass du diese Frage stellst und dass du auch dasselbe bist wie ich, heißt auch, dass du in deinem Innersten dasselbe Wissen trägst. Nicht tragen als etwas, das jemand trägt, sondern dass du das bist. Und vermutlich gibt es davon eben auch eine bewusste Ahnung und ein bewusstes Wissen in dir. Und in jedem. Und wie gesagt, die Sprache ist begrenzt. Vielleicht gibt es eine Resonanz auf der sprachlichen Ebene auch, wo du sagst, ja, das verstehe ich. Aber wenn du es verstehst, dann vermutlich sind es nicht mal die Worte, sondern es ist dieses Hinweisen auf das Wissen, das in uns allen da ist und das wir alle sind, das nur verdeckt wurde. Verdeckt wurde durch die Aktivität des dualistischen Verstandes, der sagt, ich und du. Mein Körper, dein Körper. Okay, also danke für deine Frage. Ja, hallo. Danke für deine Mail, für deine Frage. Ich will kurz mal zusammenfassen, was ich in der Mail gelesen habe oder wie ich es verstehe. Ja, du hast gesagt, dass du Videos von mir geschaut hast, von den Net-Antworten, beziehungsweise ein spezielles Video mit der Frage, wo es um die Frage, wer bin ich und brauche ich einen Lehrer geht. Und dass da eine starke Resonanz bei dir gewesen ist, dass du
tatsächlich verstehst, worum es geht, verstehst, worauf hingewiesen wird in der Vermittlung, in der Art und Weise, wie ich spreche und worauf ich hinweise. Und dann sagst du auch, dass das aber tatsächlich sehr schwer überhaupt zu fassen ist oder in Worte zu fügen ist, worum es eigentlich geht. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Ja, und eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wenn der Mind nicht sofort beschreiben kann, was Wahrheit, was diese tiefe Resonanz ist. In Wirklichkeit geht es über jede Beschreibung hinaus. Und insofern ist es sehr verständlich, dass Worte schwer zu finden sind für dieses Wissen in uns, ja, für diese Gewissheit von Wahrheit in uns. Und du schreibst dann, dass es so eine innere Stimme in dir gegeben hat, die sagt, du könntest etwas von mir lernen, ja, und fragst mich dann in der Mail, ja, was die Lernaufgabe für dich im Moment ist, ob ich dir dazu etwas sagen kann, ja, ob ich dazu sozusagen eine Botschaft habe. Und das ist eine spannende Frage, ja, alleine der Begriff Lernaufgabe ist ein spannender Begriff, ja. Ich möchte deshalb etwas darüber sprechen, wie wir das normalerweise verstehen, Lernaufgaben, ja, auf der relativen Ebene, könnte man sagen, und dann ein bisschen beleuchten, was es heißt, vielleicht auf der absoluten Ebene, oder dann, wenn wir merken, da ist eine Resonanz mit tiefster Wahrheit, was dann eigentlich Lernaufgabe bedeutet. Ja. So normalerweise, wenn wir von Lernen sprechen, dann kennen wir zunächst einmal ein Lernen, das sehr auf unser Ich bezogen ist. Und was tendenziell die Idee in sich trägt, dass wir an einem Punkt A sind oder an einem Zustand A haben von unserem Ich, so wie wir glauben, wie wir sind, was wir für Fähigkeiten haben, was wir für Wissen haben, wer wir eben sind als Person, als ein Jemand. Und dann gibt es so die Idee, wir lernen etwas in unserem Leben und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt B mit einem Zustand B, wo wir jemand sind, der mehr Fähigkeiten hat, mehr Wissen vielleicht und sozusagen ein größerer, ein besserer, ein weiserer jemand ist. Ja. Und in dieser Richtung denken wir, dass wir uns entwickeln müssten. Ja. Und das ist eine Grundauffassung für normales Lernen. Ja. Und dann können wir alles Mögliche lernen. Ja. Und es gibt unendlich viele Bereiche, in denen wir lernen können. Ja. Wir können Fähigkeiten erwerben. Fähigkeiten für den Körper. Wir können mal als banales Beispiel Tennis spielen, lernen wollen. Ja. Und daran können wir Energie investieren. Und dann hoffen wir vielleicht, dass wir irgendwann jemand sind, der ein guter Tennisspieler ist. Ja. Und dass wir damit glänzen können. Ja. Wir können künstlerische Fähigkeiten, Kreativität uns aneignen und ein Künstler werden. Und wir können uns viel, viel Wissen und viele Kenntnisse aneignen. Ja, das ist vielleicht der Bereich, wo der Begriff Lernen am meisten verwendet wird. Nämlich, dass wir uns Wissen aneignen. Oder geistige Fähigkeiten. Wie man eine mathematische Aufgabe löst. Ja? Oder wie man ein Projekt zusammenstellt und leitet. Oder Kenntnisse, dass wir einfach immer mehr anhäufen von dem, was unsere Umwelt sagt, Lehrer sagen, Wissenschaftler sagen und uns Bilder machen von der Welt und dann das sozusagen lernen. Und das alles hat seine Berechtigung und ist auf bestimmten Ebenen des Lebens oder in bestimmten Phasen der menschlichen Entwicklung vom Säugling hin bis zum Erwachsenen ganz natürlich. Ja.
Und damit ist nichts falsch. Selbst später ist damit nichts falsch, Wissen zu erwerben, Lösungsstrategien kennenzulernen für bestimmte Problematiken im Leben, auf der praktischen Ebene. Damit ist nichts verkehrt. Und trotzdem ist, wenn wir Lernen nur so verstehen, ist damit immer eine Begrenzung verbunden. Denn dieses Ich, das sich vielleicht entwickeln kann von einem, sag ich mal, etwas dummen Ich zu einem schlauen Ich, ja, oder von einem Ich mit wenig Fähigkeiten zu einem Ich mit sehr, sehr vielen Fähigkeiten, diese Entwicklung ist immer trotzdem unbefriedigend. Es ist immer noch ein Ich, das irgendetwas haben oder sein will. Und immer noch werden wir dann von den Ideen beherrscht, wir müssten Wissen, uns Wissen aneignen, Fähigkeiten haben, Fähigkeiten weiter ausbauen, damit wir wirklich ganz und in Frieden und befriedigt leben können. Und diese Idee ist eine Täuschung. Vom absoluten Standpunkt aus, von der Wahrheit, um die es im Satsang geht, ist das alles nicht notwendig. Und oft sogar täuschend und ablenkend. Vom absoluten Standpunkt aus, das, was wir wirklich sind, könnte man sagen, das, was wir wirklich sind, das kann nicht gelernt werden. Das ist nicht eine Fähigkeit, es hat nichts mit dem Körper zu tun, wie es dem Körper geht, welche Fähigkeiten er hat. Und es hat auch nichts mit dem Geist zu tun, welche Konzepte, Weltanschauungen, Lösungsstrategien, geistige Kniffe wir auch lernen. Die Wahrheit ist kein Gedanke, ist kein Konzept, ist keine Anschauung im Denken. Also diese tiefste Wahrheit kann nicht gelernt werden. Die können wir uns nicht aneignen, wie irgendetwas anderes, was wir lernen können. Und in diesem Versuch, etwas zu greifen und uns etwas anzueignen und auch an dem, was wir gelernt haben, an Wissen, festzuhalten und uns immer wieder darauf zu beziehen, übersehen wir sogar das, was wir wirklich sind. So für einen Moment, wenn wir einfach hier, in diesem Moment, wo dieses Video betrachtet wird, ja, wenn wir uns wirklich total auf diesen Moment einlassen, wenn diese Worte vielleicht wirken oder einfach dein Interesse an Wahrheit wirkt, dann kannst du vielleicht feststellen, dass im Moment nichts gewusst werden muss. Alles, was sich dein Geist angeeignet hat, an Wissen, an Kenntnissen und auch an Fähigkeiten, Dinge zu durchdenken, zu analysieren, an Erklärungsmustern, an der Möglichkeit, Pläne zu schmieden, alles das kann in diesem Moment wegfallen. Es wird nicht gebraucht. Du brauchst weder anerlerntes Wissen hierher zu holen, noch irgendwie das Wissen nutzen, um in die Zukunft irgendwie zu kommen und dir irgendwas vorzustellen. Und auch alles, was an Fähigkeiten sonst angesammelt wurden, körperliche Fähigkeiten, kreative Fähigkeiten, werden im Moment nicht gebraucht. Und trotzdem können wir hier einfach gegenwärtig sein und uns dieser Gegenwärtigkeit öffnen. So, man könnte sagen, um einfach nur zu sein, was wir sind, braucht es nichts. Braucht es kein Lernen. Und braucht es auch keine Aufgabe. Ja. Die erste Assoziation, die mir kommt, wenn ich das Wort Lernaufgabe höre,
ist genau entgegengesetzt dem unserem normalen Verständnis. Normalerweise sagen wir Lernaufgabe, aha, ist eine Aufgabe, die ich aufkriege und dann muss ich lernen. Aber Aufgabe heißt eigentlich aufzugeben. Ja? Lernaufgabe ist gleich Lernen aufzugeben. Ja? Oder das Gelernte aufzugeben. Und das ist tatsächlich die Herausforderung in Selbsterforschung. Ja? In den Momenten, wo unser Geist automatisch auf das bisher Gelernte, das Althergebrachte sich bezieht, das sind die Momente, wo es spannend ist, ob es nicht in diesen Momenten die Möglichkeit gibt, sich in die Stille, in das Nichtwissen, in das, was nicht konditioniert ist, hinein zu entspannen. Anstatt zu sagen, ah ja, ich habe etwas gelernt und ich weiß, es ist so und so, diesen Gedankenketten zu folgen. Und stattdessen einfach bereit zu sein, nichts zu wissen. Alles Gelernte zunächst einmal für einen Moment aufzugeben. Das heißt nicht, dass alles Gelernte grundsätzlich falsch ist oder nicht nützlich ist. Aber wenn wir uns immer wieder darauf beziehen und auch zwanghaft darin gefangen sind, dann wird das verdeckt, was nicht gelernt werden muss, was total natürlich ist. Und mit anderen Worten, was eine Art von stiller Intelligenz, was eine Art von stille Intelligenz ist. Ja, die Stille selbst, das, was nicht zwanghaft in Gedanken gefangen ist, ist hochintelligent. Von ihr geht jedes Denken aus. Und gleichzeitig ist sie nicht gebunden und verwickelt im Denken. Und je mehr wir uns diesem Nichtwissen, dieser Stille hingeben und erkennen, dass das eigentlich der natürliche Zustand, unser natürlicher Zustand ist, wenn wir das so als Zustand bezeichnen wollen, tatsächlich ist es das, was in dem alle Zustände kommen und gehen. Aber wenn wir es als Zustand bezeichnen und wir uns darin gründen, dann ist es so, dass alles relative Wissen und die anerlernten Art und Weisen, wie wir die Welt wahrnehmen und beurteilen, dass die immer mehr durchsichtig werden. Dass wir merken, alles erlernte Wissen, sogar alle erlernte Wahrnehmung, Wahrnehmung von Begrenzung unseres Körpers zum Beispiel, Wahrnehmung von Trennung unseres Körpers gegenüber anderen Körpern, unseres Ichs gegenüber einem Du, dass all dieses erlernte Wissen durchsichtig wird und zusammenfällt, könnte man sagen, und dass dann eine vollkommen neue Art der Wahrnehmung und des Denkens offensichtlich wird. Eine Wahrnehmung, die nicht mehr zergliedert ist in Trennung und ein Denken, das nicht mehr zwanghaft ist, sondern höchst intelligent aus der Stille herauskommt. Ein Denken, das alle möglichen Perspektiven mit einschließen kann und an keine einzelnen Perspektive haftet. Und alle Perspektiven als relativ erkennt. So, insofern, wenn du nach einer Botschaft fragst, ist das die Botschaft, nicht an dem relativen Lernen festzuhalten, sondern wirklich frisch zu schauen, wo führt das relative Lernen und das Bezug auf das relativ Gelernte in Festigkeit und Starre. Und dann ist da immer die Möglichkeit, sozusagen das Gelernte hinzugeben. Oder anders gesagt,
zu erforschen, woher das Gelernte kommt. Alles, was gelernt ist, ist letztendlich ein Gedanke, der auftaucht. Ein Gedanke, der in gewisser Weise vor uns auftaucht. Eine Meinung, eine Ansicht, ein Ja, ein Nein, eine Erklärung, eine Beurteilung oder eine Verurteilung eines anderen Menschen. Das ist alles Gedankentätigkeit, die auftaucht vor unserem geistigen Auge. Und wenn wir uns darin verwickeln, dann gibt es die Möglichkeit, wirklich zu fragen, wer ist es, der das sieht? Oder woher taucht eigentlich jeder Gedanke auf? Ja, woher taucht ein spezieller, konkreter Gedanke und letztendlich jeder Gedanke auf? Und wohin verschwindet er wieder? Und das durchbricht das automatische Folgen und Glauben unserer eigenen Gedanken und führt zurück zu dem, was letztendlich unaussprechlich ist. Und in dem Sinne, was ist meine Botschaft für dich, ja, ist auch diese Botschaft unaussprechlich. Auch hier denken wir manchmal, Botschaft, aha, das muss etwas sein, was mir gesagt wird und was ich fassen kann, ja, was ich vielleicht sogar aufschreiben kann. Ja. Normale Botschaften, die wir uns verschicken, ja, E-Mails oder selbst die Botschaften in religiösen Sinnzusammenhängen, es ist wie, aha, jetzt kommt hier die Botschaft, meinetwegen der 10 Gebote, ja, das ist die Botschaft. Das ist großer Quatsch. Alles, was man aufschreiben kann, alles, was man in Worte formulieren kann, ist immer begrenzt. Ist niemals die tiefste Botschaft. Und trotzdem wissen wir, wenn wir merken, ah, das ist relativ, und wir lassen uns auf diese stille Botschaft ein, dann gibt es da ein Wissen um Wahrheit. Aber das in Worte zu formulieren, das ist immer begrenzt und teilweise gefährlich, weil wir dann wieder die Worte glauben als das Wesentliche. So. Die eigentliche Botschaft ist, deinen eigenen Gedanken nicht zu glauben, keinem Gedanken zu glauben und als das zu bleiben, was vor den Gedanken ist. Was du sowieso bist, was natürlicherweise das ist, was wir sind. Ohne Anstrengung, ohne die Notwendigkeit von Wissen, ohne die Notwendigkeit, ein Ich zu sein, das etwas Besonderes ist über das, was es gelernt hat. Okay, ich danke dir für deine Fragen.